Here is a training for B1, writing, schreiben. Here is my email. Please don't forget to like, share and subscribe to get any updates. So, let's discuss the writing. Schreiben besteht aus drei Teilen. It consists of three parts. Teil 1, informelle E-Mail usually. The timing, 20 Minuten, Sie schreiben ca. 80 Wörter. Teil 2, Meinung äußern, to write your opinion. Zeit, 25 Minuten, Sie schreiben ca. 80 Wörter auch. Teil 3, Sie schreiben eine formelle E-Mail. Die Zeit dazu, 15 Minuten und Sie schreiben ca. 40 Wörter. Ca. means almost, about. Besteht means consists. Let's discuss them with details. Sie haben vor einer Woche Ihren Geburtstag gefeiert. Ein Freund, eine Freundin von Ihnen könnte nicht zu Ihrer Feier kommen, weil er sie krank war. Beschreiben Sie, wie war die Feier? Begründen Sie, welches Geschenk finden Sie besonders toll und warum? Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen. Schreiben Sie eine E-Mail ca. 80 Worte. Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten. Achten Sie auf den Textaufbau, Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte und Schluss. So, pay attention, you're writing an email to a friend of yours, you decide if male or female, so it's informal because it's a friendly email. Your friend could not come to the party. Describe, how was the celebration? Then give a reason, no? Which gift do you find wonderful and why? Then make a suggestion to meet your friend. You write 80 words. You write something to all three points, and you need to pay attention to your greetings at the beginning and the end, the introduction and the order, Reihenfolge, na? The order of the points. So, Liebe, Dina, endet mit E, feminine, na, Dina, female. If you chose to put a male, then you say Liebe mit E. Wie geht's dir? Ich hoffe, dass alles bei dir okay ist, na. Wie du weißt, ich habe meinen Geburtstag vor einer Woche gefeiert. Alles war sehr schön und wir hatten viel Spaß. Schade, dass du nicht dabei warst. Ich habe viele Geschenke bekommen. Und ich fand sie alle gut. Ein Geschenk finde ich aber super toll, und zwar ein Handy. Meine Eltern haben es mir gebracht. Und dafür bin ich sehr dankbar, thankful. Ich habe mein Handy letzte Woche gebrochen und jetzt muss ich kein neues Handy kaufen. Deswegen freue ich mich sehr. Wann hast du Zeit? Ich möchte dich
gerne sehen. Wir können zusammen ins Café gehen, wenn es dir besser geht. Was meinst du? Gib mir Bescheid. Ich warte auf deine Antwort. Liebe Grüße. Liebe Feminine, Liebe mit ER Masculine. Ne? Then comes the comma. Like that. Then you start your email with a small letter because it follows a comma, not a full stop, unless it was a noun. Like that. Liebe Ala, wie geht's dir? Ich always starts with a small letter unless it was the beginning of a sentence. Not like the English I. This is a very common mistake. Vorschläge, einfach. No? Suggestions, simply. Wir können zusammen etwas machen. Wir können zusammen Kaffee trinken. Wir können zusammen ins Kino gehen. Ich vermisse dich. I miss you. Wann können wir uns treffen? Was sagst du? Was denkst du? Was meinst du? Ich schlage vor, dass wir zusammen ins Café gehen. Vorschlagen, to suggest. To give a reason, etwas begründen. Na, warum? You use then oder weil. Weil ich das sehr schön finde. Denn ich finde das sehr schön. Weil, Nebensatz, das Verb steht am Ende. Denn, Hauptsatz, doesn't change the sentence grammatically. Thank you for watching. Let your friends know. And please subscribe, share and like if you want. Danke!